Herzlich willkommen bei Slevin Stream Sport. Das wird die letzte Ausgabe der Tour de France sein, denn wir befinden uns schon bei Etappe 19. Dementsprechend fahren wir heute die 19., 20. und 21. Etappe. Ich sag's gleich nochmal zu Beginn, falls jemand hier zum ersten Mal dabei ist. Ich weiß schon, dass mir das mit der Fitness nicht so ganz gut gelungen ist und dass der Formaufbau beim nächsten Mal besser werden muss. Lediglich bei Oss hat er wirklich gut funktioniert. Das nehme ich definitiv mit in die nächste Saison. Das muss besser werden. Wenn ihr in Sachen Fitness bzw. Formaufbau für die großen Rundfahrten Tipps für mich habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, aber jetzt schauen wir uns mal an, was heute auf dem Programm steht. Es ist die Etappe 19. Ja, ich würde mal sagen, das wird ein Massensprint. Etappe 20 würde ich mal sagen, das ist das Zeitfahren. Und Etappe 21 ist natürlich die Ankunft auf der Champs-Élysées in Paris, also dürfte ebenfalls ein Massensprint sein. Das ist also ein relativ kurzes Programm heute, aber Etappe 19 könnte immerhin noch interessant werden, denn da könnte auch eine Gruppe durchkommen und wir werden sicherheitshalber auf jeden Fall versuchen, jemanden in die Gruppe mit reinzuschicken. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein, live in diese 19. Etappe. Obwohl es sich nur um eine eigentlich langweilige Flachetappe handelt, ist die Anfangsphase auch auf dieser Etappe ziemlich turbulent gewesen. Wir haben es geschafft, mit zweimal in die Spitzengruppe zu fahren. Lustigerweise ist es uns heute mit Kellermann geglückt, ausgerechnet jetzt auf einer Flachetappe, wo er seine Stärken nicht wirklich ausspielen kann. Aber gemeinsam mit Daniel Oss und Alex Dowsett befindet er sich jetzt ganz vorne. Zwischen Feld und diesem Trio fährt noch der Belgier Plankert, aber der ist völlig fertig mit der Welt. Der wird vorne wahrscheinlich nicht mehr reinfahren. Im Hauptfeld kontrolliert aktuell Ineos Grenadiers das Tempo, weil sie natürlich den gelben Mann mit Adam Yates im Hauptfeld im Team haben. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, werden die Teams der Sprinter das Trio vorne noch jagen und einholen oder kommen wir sogar durch? Das wäre natürlich eine Sensation. So langsam dürfen wir tatsächlich vom Ausreißer-Etappensieg träumen. Denn das Trio Kellermann, Oss und Dowsett befindet sich jetzt tatsächlich immer noch 4 Minuten vor dem Feld und es sind nur noch 35 Kilometer und die Sprinterteams zeigen sich noch immer nicht an der Spitze des Pelotons. Immer noch arbeitet Ineo Grenadier und wir sehen schon, dass Ineos Grenadier überhaupt kein Interesse hat, uns hinterherzufahren. Ganz vorne müssen wir uns jetzt langsam Gedanken machen, wie wir diese Etappe gewinnen können. Wir könnten abwechselnd attackieren oder wir könnten gemeinsam attackieren und Dowsett einfach abhängen, denn Dowsett arbeitet nicht mehr mit. Das macht auch Sinn, denn natürlich sind wir zu zweit. Ich glaube allerdings nicht, dass wir ihn abhängen können. Und da wir im Sprint deutlich stärker sind, sowohl mit Oss als auch mit Kelderman, sollten wir wohl einfach so weiterfahren. Jetzt sehe ich aber, dass im Hauptfeld ordentlich Gas gegeben wird. Also schauen wir uns jetzt mal an. Ineos Grenadiers wurde abgelöst an der Spitze. Jetzt sind die Teams der Sprinter am Start. Hier Küng natürlich für Demar. Laporte selbst fährt für, weiß ich nicht, das ist eigentlich selbst ein Sprinter. Wahrscheinlich Viviani. Und ja, da wird es jetzt eng. Da sinkt der Abstand sofort. Und Dowsett fährt nicht mit, das ist natürlich ein Problem. Da müssen wir schauen, ob wir das jetzt noch in den Griff kriegen. Ich würde ja sagen, eigentlich, dass wir den einfach abhängen, indem wir attackieren, aber er wird natürlich mitfahren. Und wenn wir abwechselnd attackieren, dann müssen wir es als Solo durchziehen. Und das schaffen wir auch nicht, also uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das so durchzuziehen und letztendlich dann einfach im Sprint die Etappe gegen Dowsett zu holen. Der hat Sprint 57, wir haben beide mit beiden Männern 69, wobei wir natürlich eine gute Tagesform auch noch haben. Also das sollte uns dann schon gelingen. Die Frage ist nur, holen uns jetzt die Teams der Sprinter noch ein oder nicht? Und das dürfte ein richtig enger Fight werden. Da bin ich richtig gespannt, ob wir damit durchkommen. Blöd wäre es natürlich, jetzt greift uns Dowsett an, das ist eigentlich ganz interessant. Da schalten wir jetzt mal den Einsatz tatsächlich runter und lassen Dowsett mal eine Weile im Wind fahren. Dass er sich natürlich verausgabt. Das sieht doch nach einer guten Strategie aus. Hinten
Ja, also solange nur Küng und Laporte fahren. Jetzt kommt auch Gilbert nach vorne, okay. Ja, da ist jetzt natürlich ordentlich Zug drin. 2,44 noch der Vorsprung, noch 18 Kilometer. Das könnte richtig, richtig eng werden. Wir lassen jetzt natürlich Dowsett ein Stückchen vor uns fahren, damit er sich ein bisschen verausgabt. Oh, das wird ein hartes. Das wird ein Gepoker jetzt um den Tagessieg, wenn wir durchkommen. Aber ich bin noch nicht sicher. Es sind nur noch 2 Minuten und hinten. Ja, Küng ist natürlich jemand, den willst du nicht als Verfolger haben. Ebene 80. Parallel müssen wir uns jetzt natürlich auch gleich vorbereiten auf den Sprint mit Sagan. Falls es zum Sprint kommt. Noch 1,40, noch 11 Kilometer. Eieieiei. Eieiei, das könnte eng werden. Oh, jetzt haben sie rausgenommen. Leute, das Hauptfeld hat aufgegeben. Jetzt sind es 2 Minuten, noch 10 Kilometer. Ich glaube, wir kommen durch. Ich glaube, wir kommen durch und damit geht es jetzt nur noch darum, Dowsett einzuholen. Und das muss uns doch hoffentlich gelingen. Wir sind zu zweit. Da gehe ich doch mal davon aus, dass wir das noch schaffen jetzt auf den letzten Kilometern. Das wäre natürlich eine Blamage, wenn wir jetzt Dowsett nicht mehr einholen können. Aber eigentlich sollte das doch kein Problem für uns sein. Der bricht aber auch nicht ein. Also wirklich eine starke Vorstellung hier von Alex Dowsett. Aber jetzt dürfen wir ihn gleich einkassiert haben. So, und wir entscheiden uns jetzt auch für einen Fahrer. Ich würde mal sagen, Keldermann ist unser Mann mit der besseren Tagesform. Der verdient das jetzt einfach in der Gesamtwertung ja leider nicht in die Top 10 gekommen. So, hinten wird jetzt nochmal ordentlich Gas gegeben. Die wollen doch nicht nochmal wirklich rankommen, oder? Wir fahren sicherheitshalber natürlich jetzt trotzdem nochmal den Sprint an für unseren Peter Sagan. Einfach um sicher zu gehen, beziehungsweise um noch ein zweites Eisen im Feuer zu haben, falls es dazu kommt. Fokus liegt aber natürlich vorne, ganz klar. So, Oss bringt jetzt Keldermann vorne ran zu Dowsett, genau im richtigen Moment. Und der, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob der noch Power hat, um gegen uns diesen Sprint hier zu führen. Oder ob das eine lockere Angelegenheit für Keldermann wird. Hinten müssen wir jetzt schauen, dass wir natürlich nicht im Wind wirklich das Tempo machen und uns noch einholen. So, das passt eigentlich, das ist eine gute Position jetzt. Wir müssen uns vorne jetzt konzentrieren. Es sind nur noch 2 Kilometer, wir geben Vollgas mit Oss. Das sollte doch eigentlich funktionieren. Da kann doch der Dowsett jetzt nicht die Etappe uns wegnehmen, oder? So, wir fangen an zu sprinten mit Oss. Ich hoffe nicht zu früh. Hinten haben wir eine gute Position mit unseren Leuten. Da fangen wir jetzt auch an zu sprinten. So, jetzt bin ich gespannt. Hat der Dowsett noch die Power? Das kann doch eigentlich nicht sein. Nein, er bricht weg. Und dann können wir jetzt mit Keldermann gleich vorbeiziehen. Hinten ziehen wir gleich mit Pollitt vorbei. Da hinten geht es jetzt nicht mehr wirklich noch um was. So, da zieht jetzt Keldermann vorbei. Und Sagan wird jetzt dann auch gleich seinen Sprint starten. Wir schauen aber nach vorne. Keldermann gewinnt tatsächlich diese Flachetappe. Ist es denn zu glauben? Vor Daniel Oss und Dowsett. Dahinter geht es jetzt nur noch um den vierten Platz. Und Sagan holt sich noch ein paar Pünktchen für das grüne Trikot, ist aber gar nicht mehr nötig. Demar war wohl der schnellste vor Viviani. Und dann Sagan, also wieder gut von Sagan hier gegen diese beiden starken Sprinter. Aber Fahrer des Tages sind Keldermann und Daniel Oss. Wer hätte das gedacht, dass wir mit Wilco Keldermann ausgerechnet diese Flachetappe gewinnen? Stark! Ich bin echt glücklich über dieses Ergebnis. Da es sich bei der 20. Etappe um das Einzelzeitfahren handelt, werden wir diese Etappe nicht selbst spielen, sondern simulieren. Ja, eigentlich habe ich gesagt, bei wichtigen Rennen fahre ich oder spiele ich die Etappen selbst. Aber ganz ehrlich, es geht hier um nichts mehr für uns. Keldermann ist insgesamt 15. als Bestplatzierter. Wir haben auch keinen, der das Zeitfahren gewinnen kann. Mit der Tagesform von Schachmann, da haben wir keine Chance. Dementsprechend simulieren wir dieses Einzelzeitfahren, um ein bisschen schneller vorwärts zu kommen, denn wir hätten hier sowieso nichts zu holen. Spannend wird höchstens sein, wer die Tour gewinnt. Da haben wir das Duell zwischen
Adam Yates und Primož Roglič. Das sieht hier so aus, als hätte Roglič noch mal ein paar Sekunden gut gemacht. Das wird aber wohl nicht reichen. Yates wird wohl die Tour de France gewinnen. 36 Sekunden vor Caruso, 43 Sekunden vor Roglic. Danach eine riesengroße Lücke. Und Wilco Keldermann wird 15. als bestplatzierter Fahrer von Bora Hansgrohe. Immerhin hat er eine Etappe gewonnen. Ja, soweit jetzt die Gesamtwertung. Ich würde sagen, jetzt geht es direkt weiter mit der Schlussetappe. Wie immer wird das einen Massensprint geben auf der Champs-Élysées. Der letzte Akt der Tour de France neigt sich dem Ende zu und es wird, wie erwartet, auf der Champs-Élysées einen Massensprint geben. Noch 11 Kilometer sind es, das Feld ist komplett geschlossen. Es gab hin und wieder kleine Ausreißversuche, aber wie in der Realität führte, wie meist in der Realität, muss man sagen, es ist ja auch schon anders ausgegangen, führte nichts davon zum Erfolg. Es wird also erneut an Peter Sagan liegen, für uns hier die Etappe zu gewinnen. Im grünen Trikot auf der Champs-Élysées gewinnen, das wäre doch was. Das ist nicht so vielen Fahrern bisher gelungen. Drücken wir ihm die Daumen. Für das grüne Trikot, wie gesagt, braucht er die Punkte nicht mehr. Das hat er schon seit vielen, vielen Tagen sicher gewonnen, würde ich mal sagen. Da wird es also keine Überraschung mehr geben. Aber es geht um einen weiteren Etappensieg. Und da sind wir natürlich daran interessiert. Auch wenn die Rundfahrt für uns schon sehr, sehr erfolgreich war, wäre ein weiterer Tageserfolg wirklich nochmal ein richtig, richtig geiler Abschluss dieser schönen Rundfahrt. Jetzt müssen wir aber aufpassen, denn es scheint, als wäre hier gerade ein Riss gekommen. Polit kann nicht mehr folgen. Da müssen wir jetzt manuell nach vorne fahren zu Schachmann. Uns ist der Zug jetzt auseinandergerissen. So, jetzt können wir weitermachen mit Oss, Schachmann, Polit und Sagan. Das sind auch die vier, die ja in der Ebene unsere Captains quasi waren. Wie sieht's aus im Hauptfeld? Kamera schwer. Also, wir haben hier natürlich auch mehrere Züge. Hier wahrscheinlich der Zug für Ewan. Aber schaut mal. Also, wer so weit hinten ist, der ist eigentlich raus um den Kampf um den Tagessieg. Sollte da noch eben Sprinter sein. Nizzolo zum Beispiel. Der ist weit zurück, der wird da nicht mehr vorkommen. Da haben wir richtig gut vorgelegt mit unserem Tempo. Und es wird jetzt nicht mehr langsam werden, das ist ja klar. Wir ziehen das jetzt knallhart durch bis zur Ziellinie. Jetzt wird gleich Schachmann übernehmen. Und dann wird das Tempo immer schneller. Es wird jetzt natürlich auch gleich der Sprint schon gestartet. Wir wollen allerdings erst noch einen kurzen Überblick bekommen darüber, wer direkt neben uns fährt, um auch zu sehen, wie früh wir den Sprint beginnen sollen. Es sind jetzt noch 1,5 Kilometer. Polit ist jetzt der letzte Mann vor Sagan. Dahinter haben wir noch Kellermann eingereiht natürlich. Und unsere Konkurrenz hat hier Van Aert natürlich am Start. Wir haben natürlich, naja, Cavendish wollte ich schon sagen, das ist aber Cavagna. Dann haben wir De Mar. Ja, okay, also ich würde sagen Viviani, De Mar, Van Aert, das sind die drei größten Konkurrenten. Boston Hagen, das wäre eine dicke Überraschung, wenn der jetzt hier gewinnt. Aber ehrlich gesagt, sieht's gut für uns aus. Der Wind hier ist immer ziemlich heftig. Deswegen warten wir eine Weile, aber jetzt würde ich dann doch sagen, können wir anfangen zu sprinten. So. Und jetzt muss Sagan bloß noch vorbeiziehen. Und das sieht doch wahnsinnig gut aus. Leute, das sieht wahnsinnig gut aus für uns. Das muss doch reichen für einen weiteren Sieg von Sagan, oder etwa nicht? Wir lassen es jetzt einfach laufen. Komm schon, Peter. Hol uns noch einen Sieg. Souverän sieht es aus, würde ich sagen, oder? Da ist die Linie. Peter Sagan gewinnt souverän diese Etappe. Was für ein Abschluss dieser Tour de France. Wir schauen uns gleich nochmal die Wertungen an und sehen dann, wie gut die Tour für uns insgesamt wirklich gelaufen ist. Die Tour de France endet also mit einem Etappensieg von Peter Sagan und das ist nicht der einzige und erste gewesen. Bevor wir aber nochmal durch jede Etappe gehen, gehen wir die Gesamtwertungen durch. Der Toursieg geht an Adam Yates vor Damiano Caruso und Primož Roglič. Für mich durchaus ein überraschendes Podium. Ich habe Roglič natürlich weiter vorne erwartet, muss ich ehrlich zugeben. Und dass Caruso und Yates so stark bei der Tour sind und dahinter so ein Mega-Abstand ist, das habe ich nicht erwartet. Auch stark Bauke Mollema gewesen, finde ich, als Siebter richtig gut. Luzenko auch krass, dass der Neunter wird. Wir haben ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Keldermann wird Gesamt 15. Dahinter haben wir es dann laufen lassen.
deutlich besser lief es in der Sprintwertung. Die haben wir dominiert ohne Ende. Mit fast 300 Punkten Vorsprung gewinnen wir vor Arnaud Demar. In der zweiten Hälfte der Tour de France sind wir die Zwischensprints eigentlich gar nicht mehr wirklich gefahren, weil es so deutlich ist. Krass auch, dass Kelderman Fünfter wird und Schachmann Sechster. In der Bergwertung haben wir lange gekämpft. Am Ende mussten wir aber wegen der sinkenden Form den Kampf um das Bergtrikot quasi aufgeben. Schachmann wird am Ende Fünfter mit 56 Punkten. Es gewinnt Primož Roglič mit 73 Punkten, quasi ganz nebenbei dieses gepunktete Bergtrikot. Bisschen leid tut es mir für Jesus Herrada, der 10 Punkte weniger auf dem Konto hat und damit Zweiter wird, der fast auf jeder Bergetappe ausgerissen ist und meiner Meinung nach dieses Trikot am meisten verdient gehabt hätte. Die Nachwuchswertung geht an David Godu, der in der Gesamtwertung am Ende auf Platz 4 landet. Also Best of the Rest könnte man sagen. Richtig stark von ihm hat Jonas Vingegaard um eine halbe Stunde geschlagen. Das muss man auch erstmal schaffen. Hut ab auch vor Florian Storck, dem Deutschen aus dem Team DSM, der mit einer Stunde Rückstand und 8 Minuten am Ende Achter wird in dieser Wertung. In der Teamwertung gewinnt Ineos Grenadiers relativ deutlich mit 25 Minuten vor Bahrain Victorious. Kein Wunder, muss man sagen, Ineos hat einfach ein bombastisches Aufgebot hier zur Tour de France geschickt. Wir schauen uns jetzt nochmal die Etappen durch und überlegen dann mal ganz genau, wer hier eigentlich wie viele Etappensiege eingefahren hat. Der erste Etappensieg ging an Michael Woods, da erinnern wir uns noch, da ist Peter Sagan knapp geschlagen worden. Am zweiten Tag ist Kelderman knapp geschlagen worden von Roglic. Dann hat aber Sagan endlich seine Etappe gewonnen. Wieder zweiter Sagan. Dann war das Zeit, wenn dann gewinnt Sagan nochmal. Das war hier unser Dreifacherfolg bei der Windkanten-Etappe. Also zwei Siege durch Sagan. Dann gewinnt Schachmann, unser dritter Sieg. Vierter Sieg durch Sagan. Fünfter Sieg durch Sagan. Sechster Sieg durch Kelderman. Und siebter Sieg wieder durch Sagan. Sieben Etappen haben wir also gewonnen. 7 von 21, das heißt, ein Drittel aller Etappen ist an Bora Hansgrohe gegangen. Das ist schon echt richtig, richtig stark. Auch mit der Wertung hier im grünen Trikot bin ich super zufrieden. Beim Bergtrikot haben wir ein bisschen Pech gehabt. In der Gesamtwertung haben wir ein bisschen Pech gehabt. Aber insgesamt würde ich sagen, können wir sehr zufrieden sein mit dieser Tour de France. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr weiter mit dabei seid. Es geht bei der nächsten Ausgabe weiter, glaube ich, mit der Klassiker San Sebastian. Bevor wir dann straight Richtung Vuelta gehen, es kommt noch die Polenrundfahrt, aber wir freuen uns wirklich auf jedes Rennen, das jetzt noch kommt. Die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu, aber eine Grand Tour ist schließlich noch zu fahren und da wollen wir wieder vorne mitmischen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt Sleven Streamsport.